Guten Abend, willkommen zur Blackjack-Erklärung. Blackjack ist eines der meistgespieltesten Kartenspiele auf der Welt. Es gibt verschiedene Spielvarianten. Ich erkläre die europäische Spielvariante. Der Spieler spielt gegen die Bank bzw. gegen den Kartengeber. Es gibt verschiedene Werte beim Blackjack. Bildkarten, Bube, Dame, König haben den Wert 10 und die anderen Karten haben den aufgedruckten Wert, also die 9 hat den Kartenwert 9 und so weiter und so weiter. Das Ass hat den Kartenwert 1 oder 11, immer zum Vorteil des Spielers. Also man kann innerhalb des Spieles immer noch wählen, ob das Ass 1 oder 11 wert ist. Ziel bei diesem Spiel ist es, so nah wie an den Punktwert 21 zu kommen, allerdings nicht über 21, weil dann hat man sich überkauft und sofort verloren. Es gibt verschiedene Zusatzvarianten noch. Wenn man mit den ersten beiden Karten eine 9 oder eine 10, mit den ersten beiden Karten eine 9, 10 oder 11 hat, kann man seinen Einsatz verdoppeln. Das bedeutet, wenn man 10 Euro gesetzt hat, versetzt man noch ein Stück hin, bekommt allerdings dann nur noch eine Karte auf den Kartenwert 9, 10 oder 11. Man hat auch die Möglichkeit, wenn man zwei gleichwertige Karten hat, zum Beispiel zwei 10, zwei 9, zwei Damen oder zwei 10-wertige Karten, seinen Einsatz zu verdoppeln. Beispielsweise man hat 10 und setzt dann dementsprechend, splittet man die Hand und bekommt dann zwei Karten hin. Und wird dann jeweils eine Karte hingemacht, das sind in dem Fall 20 und hier 14. Ab 14 kann man noch eine Karte nehmen. Wenn man über den Kartenwert 21 kommt, verliert man seinen Einsatz und ist sofort aus dem Spiel. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man mit den ersten beiden Karten ein Ass und eine 10-wertige Karte hat, also ein Ass und eine 10 oder eine Bildkarte, in dem Fall der König und ein Ass, und man hat 10 Euro gesetzt, gewinnt man 10 Euro plus 5 Euro. Also in dem Fall Blackjack wird 3 zu 2 ausgezahlt. Es gibt einige Casinos in Las Vegas, da wird Blackjack 6 zu 5 ausgezahlt. Das ist natürlich zum Nachteil des Spielers. So, dann werden wir mal eine Runde machen. Wie gesagt, bevor Karten ausgegeben werden, muss der Spieler seinen Einsatz setzen. In dem Fall setzt der Spieler 10 und bekommt jeweils offene Karten, jeweils zwei Karten. Und der Dealer bekommt bei der europäischen Variante nur eine Karte und zieht, nachdem der Spieler sich entschieden hat, ob er noch eine Karte zieht. So, der Spieler hat in dem Fall 9, könnte noch eine Karte ziehen, zieht auch noch eine und hat jetzt 19. 19 ist schon eine ganz gute Zahl, deswegen bleibt er stehen. So, jetzt ist der Spieler, bzw. die Bank, zieht jetzt ihre Karten, zieht so lange, bis sie den Kartenwert 16 hat und ab 17 darf sie keine Karte mehr ziehen. Das ist eine feste Ziehregel, die weltweit dementsprechend so gilt. Also die Bank muss immer bis 16 eine Karte ziehen und ab 17 darf sie keine mehr ziehen. Egal, unabhängig davon, was der Spieler für Kartenwert hat. Also die Bank hat jetzt 10, zieht sich noch eine Karte, hat 12 und muss in dem Fall noch eine Karte ziehen, weil bis 16 muss sie eine Karte ziehen und hat jetzt 17. Ab 17 darf sie keine mehr ziehen. Jetzt vergleicht der Croupier bzw. der Kartengeber, ob welcher Kartenwert näher an 21 ist. Also der Spieler hat in dem Fall 19 und bekommt seinen Einsatz 1 zu 1 ausgezahlt, weil er näher an 21 ist als die Bank. So, wenn die Einsätze ausgezahlt sind, bzw. eingezogen sind, geht das Spiel wieder von vorne los. Der Spieler setzt seinen Einsatz, in dem Fall 10, und der Kartengeber gibt die Karten aus. So, der Spieler hat jetzt 14 und die Bank hat eine 9. Der Spieler sagt, er möchte noch eine Karte. In dem Fall sagt man Card. So, jetzt hat der Spieler 24 und hat sich überkauft. In dem Fall verliert er seinen Einsatz, Karten werden abgezogen und die Bank zieht, wie gesagt, bis
17 an der Karte, 15 und dann 21. In dem Fall hätte die Bank gewonnen. Nichts geht mehr. Der Spieler hat 17. 17 bleibt stehen. Die Bank hat 8 und hat 18. 18 gewinnt. Die Einsätze bitte. Spieler hat wieder 17. Bank hat 8. 17 bleibt stehen. Rest. Bank hat 12. Bank hat 17. Wenn der Spieler und die Bank den gleichen Kartenwert hat, in dem Fall bei beiden 17, bleibt der Einsatz stehen. Also man gewinnt nichts und man nicht, verliert nichts. Das ist sogenannt ein Stand-off. Wie gesagt, man kann dann in dem Fall den Einsatz wieder abziehen oder stehen lassen oder erhöhen. So, nichts geht mehr. Jetzt hat der Spieler 20. Die Bildkarte zählt als 10 und die 10 auch als 10. Jetzt hat der Spieler die Möglichkeit, seine Hand zu teilen. Muss allerdings dann nochmal den gleichen Einsatz setzen und spielt auf zwei gleichwertige Hände. In dem Fall bekommt der Spieler hier 10, er könnte seinen Einsatz nochmal teilen, seine Hand nochmal teilen und macht das dementsprechend. So, 18 bleibt stehen, 10, Karte, 17 bleibt stehen und 20. 20 bleibt stehen. Die Bank zieht bis 16 eine Karte, ab 17 darf sie keine mehr ziehen. Die Bank hat 16, muss noch eine Karte ziehen und hat 19. 19, 20 ist höher als 19, Spieler gewinnt, 17 verliert, weil 19 höher ist und 18 verliert. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Die Einsätze bitte. Spieler hat 12, Karte 20, bleibt stehen. Bank hat 8, Karte 15, Karte, Bank überkauft sich. Wenn die Bank über 21, also sich überkauft, bleiben alle im Spiel befindlichen Spieler bekommen den Einsatz 1:1 ausgezahlt, unabhängig davon, welchen Kartenwert sie haben. Wie gesagt, wenn der Spieler mit den ersten beiden Karten eine 10-wertige Karte und ein Ass hat, nennt man das Blackjack und bekommt seinen Einsatz sofort 3:2 ausgezahlt. Es sei denn, die Bank hat auch einen Blackjack, dann bleibt es stehen. 14, Rest. Bank hat 7. Bank hat 17. 17 ist näher an 21, deswegen verliert der Spieler. Nichts geht mehr. 15. 15 bleibt stehen. Die Bank hat 11. Bank hat 18. Verliert. Die Einsätze bitte. Nichts geht mehr. 5 oder 15? 15. Ass zählt in dem Fall jetzt als 1, in dem Fall 5 und dann kommt eine 10 dazu, dann sind es in dem Fall 15. 15, noch eine Karte, 21. 21 ist der höchste Wert, den man haben kann, besser geht's nicht. In dem Fall zieht die Bank bis 16 eine Karte und ab 17 darf sie keine mehr ziehen. Bank hat 11, Bank hat 13, Bank hat 15, Bank hat sich überkauft und zahlt alles. Alles bezahlt, machen wir das Spiel. 15. 15 bleibt stehen. Bank hat 6, Bank hat 9, Bank hat 13, Bank hat 21. Gewinnt. Die Einsätze bitte. 7, Karte. Bleibt stehen. 17, Standoff, Gleichstand. Man kann natürlich auch mit mehreren Spielern spielen. Es gibt 7 Boxen und jeder Spieler spielt unabhängig voneinander. Jetzt hat der Spieler 2 Neunen. In dem Fall teilt er seine Hand und bekommt jeweils auf die Hand noch Karten. 16 bleibt stehen, 9 Karte, 15 bleibt stehen, 19 bleibt, 20. 20, der Herr teilt. Spieler hat Blackjack. Und es wird 3:2 ausgezahlt. 13 bleibt stehen. 5, 6 oder 16, 20. 20 ist näher an 21, deswegen gewinnt die Bank. 19 verliert, 15 verliert und 16 verliert. Das sind die Grundzüge vom Blackjack. Es gibt noch einige andere Spielvarianten, die ich in einem anderen Video erklären möchte.
hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten wieder zuschauen würdet.